Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zum Traders Podcast. Heute ist der 27.05.2014, ein Dienstag. Und heute schauen wir uns mal Gold an, denn Gold haben wir uns erstens schon etwas länger nicht mehr angeschaut und zweitens wird es bei Gold eigentlich immer spannender, immer interessanter, was die mittelfristige Entwicklung angeht. Wenn man sich einen Chart mal anschaut, erstmal den Wochenchart, dann sieht man, dass wir von den Indikatoren her hier bei meinem also das ist der Indikator, der uns die COT, die Commitment of Trader Daten, sozusagen evaluiert, Commercial Proxy Index heißt der, der ist im neutralen Bereich mit einem Wert von 54. Normalerweise, wenn der oben ist, ist der Goldmarkt unten. Wenn der unten ist, der Indikator, dann ist der Goldmarkt oben, wie man hier sieht. Aber aktuell kein eindeutiges Signal. Hier meine Intra-Market-Bewertungen, da sieht man Gold im Vergleich zum Bondmarkt unterbewertet. Das sind diese drei Kurven, die Sie hier sehen, die grüne, die blaue und diese militärgrüne oder gelbe Linie, je nachdem, wie man das benennen will. Die blaue ist unten, die grüne ist unten. Hier meine gelbe Linie in der Mitte. Gold ist also im Vergleich zum Intermarket Gold, Dollar und zu den Bonds unterbewertet, bedeutet diese Linie. Das heißt also, das ist ein Pluspunkt, was für steigende Goldkurse spricht. Hier, Saisonalität, die ist nicht so toll. Man sieht ab Ende Mai, da bin ich jetzt ab 5.30, also das ist Mai 30. geht es eigentlich nach unten, und zwar bis Anfang Juli. Also wir haben nicht so ein tolles, wenn man so will, einen tollen Monat, tollen saisonalen Ausblick vor uns. Das heißt, wenn wir die Setups uns anschauen, hier abgeleitet aus der Wochenbasis, dann kann man eigentlich nur sagen, unentschieden, nicht Pluspunkt für die Bullen, aber hier haben wir Minuspunkt für die Bären. Jetzt schauen wir uns mal den Chart an, den Daily Chart beim Goldmarkt, und da fällt auf, dass wir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eigentlich, ein Dreieck gemacht haben. Ich mache mal hier diese gelbe Markierung weg. Das blaue hier ist die 200-Tage-Linie. Wir sind aktuell drunter. Aber hier diese beiden Linien, diese beiden Trendlinien, die ich hier habe, das sind die aufsteigenden bzw. absteigenden Trendlinien aus den letzten Wochen, beginnend im April. Und man sieht, das ist ein sogenanntes symmetrisches Dreieck. Und dieses symmetrische Dreieck hat natürlich eine schöne Eigenschaft. Man weiß nicht genau, wo die Reise hingeht, denn es ist nach beiden Seiten, also sowohl ein Ausbruch nach oben als auch ein Ausbruch nach unten ist drin, denn normalerweise hat man, wenn man hier eine fallende Trendlinie hat und hier eine waagerechte Trendlinie, haben sie ein absteigendes Dreieck, also dominiert der Abwärtstrend, die Chance auf dem Ausbruch nach unten ist dann da oder ist höher. Und wenn man hier eine aufsteigende Trendlinie hat und hier eine waagerechte Trendlinie, sprich eine horizontale Unterstützung oder Widerstand, dann hat man ein aufsteigendes Dreieck und dann ist die Chance für einen Ausbruch nach oben größer. Beim Gold ist es im Moment, genauso wie das Weekly Setup, ist es im Moment so, dass wir einfach auf der neutralen Seite stehen. Aber wir sollten dieses Dreieck schon ernst nehmen, denn ein Ausbruch nach unten würde für mich signalisieren, der Goldmarkt will nach unten weg. Wir erinnern uns auch, die Saisonalität würde das für die nächsten Wochen eigentlich anzeigen. Man sieht hier oben die Widerstände, 200-Tage-Linie, die liegt um die 1300 Dollar. Auch hier kommen um 1300 Dollar ein paar Trendwiderstände runter, sodass man sagen kann, bei 1300 ist schon ein Gebölk an Widerständen. Und insofern ist der Weg nach oben ist schon sperrig für Gold. Deshalb meine ich, mit einer leichten Präferenz das sagen zu können, dass das Risiko eher auf der Unterseite liegt, dass das Risiko eher darin besteht, dass wir hier nach unten wegkippen und dass der Goldmarkt nach unten ausbricht. Dafür ist zwingend und dafür ist wichtig, dass wir diese Trendlinie nach unten brechen. Diese Trendlinie liegt bei aktuell 12,82. Da sind wir noch ein bisschen weg, aber nicht mehr viel. Wir sind bei ungefähr 12,90, 12,88, 12,90. Und insofern wird das jetzt spannend. Man sieht auch hier, der Trendindikator dreht langsam nach unten ab. Man muss jetzt sehen, denn Sie sehen hier zwei Oszillatoren sind fast im überverkauften Bereich. Man muss jetzt sehen, dass der so ein kleines bisschen Dynamik aufbaut. Und das tut er am besten, wenn hier diese Balken, diese blauen Balken, wenn die größer werden. Denn dann ist der Markt nicht mehr überverkauft, wie möglicherweise aktuell, sondern er ist dann tatsächlich trendierend. Und dann schauen wir nicht mehr auf die Überverkauft-Indikatoren, sondern auf die Trendindikatoren. Insbesondere dann, wenn das mit einem Bruch dieses charttechnischen Patterns, dieses Dreiecks einhergeht. Also, der Goldmarkt ist für mich jetzt
für die nächsten Wochen ein sehr spannender Markt. Auch hier würde ich folgenden Ratschlag geben: aktuell nicht antizipieren, sondern reagieren. Also nicht sagen, ich bin jetzt der Bär und verkaufe jetzt mal sofort, sondern wirklich erst dann, wenn wir hier fallende Kurse unter dieses Dreieck sehen. Und umgekehrt, wenn wir über dieses Dreieck laufen sollten, Sie sehen, das ist auch nicht weit weg, das ist bei 1300, 1290, 1300, dann kaufen. Also Gold gehört in jedem Fall auf die Watchliste, in jedem Fall. Und ein charttechnischer Ausbruch in die eine oder andere Richtung, der wird, da bin ich mir relativ sicher, eine größere Bewegung dann mit sich bringen. Deshalb Watch out, wie man so schön sagt, beim Gold. Es wird sicherlich in den nächsten Tagen sehr spannend werden. Bis dahin alles Gute und wie immer, Happy Trading, Iago Seibel. Tschüss.